Steh nie auf, wenn Felix im Zimmer ist. Sieh Felix nie in die Augen. Felix hat immer recht, selbst wenn das nicht so ist. Und immer den Teller leer essen. Mit diesen vier Regeln begrüße ich euch heute auf meinem Kanal und möchte euch den Film Megalomaniac und das dazugehörige Mediabook vorstellen. Vielen lieben Dank an Indeed Films, dass er mir diesen Film zur Verfügung gestellt hat. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß mit dem Video. Willkommen zurück. Die Story des Films. Die Geschwister Martha und Felix sind die Nachkommen des Schlächters von Mons, einem belgischen Serienmörder, der nie gefasst wurde. Gemeinsam leben sie in einer heruntergekommenen Villa, während Felix das blutige Erbe des Vaters antritt. Arbeitet Martha in einer Fabrik als Putzfrau und wird von ihren Kollegen misshandelt und gemobbt. Als Felix eines seiner Opfer mit nach Hause bringt, kümmert sich Martha um die junge Frau und die Situation eskaliert. Meiner Ansicht nach, auch wenn Megalomaniac nur wenig explizite Gewalt zeigt, ist er definitiv nichts für schwache Nerven. Es gibt sexuelle Übergriffe, inzestuöse Beziehungen, Folter, Mord. Und während der gesamten Laufzeit gibt es keinen einzigen heiteren Moment oder ein Lacher im Film. Er ist durchgehend ernst und sehr böse. Und wie gesagt, es gibt wenig explizite Szenen. Das heißt aber nicht, dass es keine gibt. Es wird schon Gewalt gezeigt. Martha wird wirklich bei der Arbeit schrecklich behandelt und wir bekommen Mitleid für sie und ihr Abstieg in den Wahnsinn ist daher noch viel effektiver und grauenvoller. Die schauspielerische Leistung ist fantastisch. Eline Schumacher als Martha und Benjamin Ramon als Felix beherrschen die Leinwand wirklich jedes Mal, wenn sie darauf zu sehen sind. Beide haben eine so unglaubliche Präsenz, würde ich jetzt sagen. Die sind fantastisch. Man kauft ihnen das Gespielte wirklich ab. Ich habe von den Schauspielern von beiden noch nie gehört. Und es ist wirklich einzigartig, was sie hier auf die Beine stellen. Wie sie das Ganze machen, ist wirklich krass. Die großartige und teils experimente Kameraführung, das dunkle und düstere Setting, die Atmosphäre und dreckige und melancholische Soundtrack von Megalomaniac sind wirklich erstklassig. Hier wirkt alles schmutzig, eklig, dreckig und verdorben, würde ich sagen. Es ist wirklich fantastisch gefilmt. Und auch die Traumsequenzen sind einfach atemberaubend. Es wirkt schon stellenweise wirklich wie ein Experimentalfilm. Und ja, ähnlich wie Trauma, Atros, Martyrs und viele weitere Filme wird auch dieser hier bestimmt nicht jedem gefallen. Und wie gesagt, definitiv nichts für reine Mainstream-Fans. Und das ist doch wirklich okay. Ich für meinen Teil hatte mit dem Film aber wirklich sehr viel Spaß, falls man das so sagen kann. Oder habe den Film wirklich genossen, habe alles aufgesaugt. Habe danach im Internet auch mal ein bisschen recherchiert über den Serienkiller, den es ja wirklich gab. Und was bei dem Film für den Film extra dazugekommen ist. Und ja, von mir bekommt der Film 9 von 10 Punkte. Schaut ihn euch an, das ist wirklich ein großartiger True Crime Thriller mit, wie gesagt, es ist vieles dazu erfunden worden, wie bei vielen Filmen. Es geht auch nicht wirklich direkt um den Serienkiller, sondern um seinen Nachwuchs. Und ja, der Film ist echt gut. Er ist spannend, er ist düster, er ist brutal, er ist verstörend und wie gesagt, experimentell. Und ich kannte bisher keinen Film von dem Regisseur, muss ich sagen. Es ist aber noch ein Bonusfilm hier mit drauf, ein Kurzfilm. Ich glaube, 40 Minuten geht der oder so. The Frozen Eye. Und auch das ist ein großartiger Film. Auch sehr experimentell, ein toller Soundtrack und düster und dreckig gemacht. Und auch den kann ich wirklich nur empfehlen. Nun wechseln wir die
Perspektive und ich zeige euch das Mediabook. Bleibt dran! So, nun haben wir einen besseren Blick auf das Mediabook. Was ich eben vergessen habe zu sagen, der Film erscheint am 30.04.2024 und Indeed bringt den Film in 4 verschiedenen Mediabooks heraus. Mir hat Indeed Films freundlicherweise ein Mediabook mit Cover D zukommen lassen. Das Mediabook ist limitiert auf 555 Stück und ist auch mein Favorit der 4 Mediabooks. Und ich finde das Frontcover einfach nur geil. Zuerst einmal ist es matt gehalten und hier oben die Schrift ist mit Spotlack veredelt. Sieht man, glaube ich, auch sehr gut. Ja. Und dieses gezeichnete Motiv von einem der Opfer ist einfach geil. Also ich finde die Zeichnung richtig genial. Hammer. Einfach nur geil. Diese von diesen verschiedenen Filmfestspielen hätte man können weglassen, aber stört auch nicht weiter, ist schön klein gehalten. Ansonsten wirklich ein absolut großartiges Covermotiv, wie ich finde. Und ich muss sagen, leider, sorry, es gab einen kleinen Cut. Leider weiß ich nicht, wer das Cover gezeichnet hat. Vielleicht kann Indeed mir die Frage ja beantworten. Aber ist einfach wunderschön. Und ist jetzt schon auch eines der schönsten Mediabook-Cover, die ich dieses Jahr gesehen habe. Hier ist der Buchrücken, die Schrift, Indie-Logo, Blu-ray-DVD. Und hier geht die Kette, die das Opfer um den Hals trägt, noch schön weiter bis in den Buchrücken. Finde ich cool. Gefällt mir sehr gut. Auf der Rückseite ist auch alles matt gehalten, bis auf die Bilder. Auch das ist wieder sehr schön, sieht wirklich sehr, sehr edel aus. Ansonsten bekommen wir einige Taglines und ein bisschen Text, Extras, welches Bonusmaterial drauf ist, die technischen Details, Cast und Crew Infos und hier unsere Limitierungsnummer. Das Ganze ist limitiert auf 555 Stück, das sagte ich bereits. Und der Hinweis auf Cover D. Auch ist das Mediabook wirklich hochwertig, hat wenig Bewegung drin, sehr, sehr schön. Im Inneren finden wir einmal die DVD mit einem Bild, das eine wirklich sehr geile Szene aus dem Film enthält. Also die Disc hat einen Druck von einer absolut genialen Szene im Film. Auf der anderen Seite liegt die DVD mit diesem Bild, die Blu-ray mit diesem Bild. Ich habe sie jetzt gerade schon mal rausgenommen. Und darunter gibt es einen durchgehenden Innendruck. Ja, spiegelt jetzt. Und diese Szene, die wir auch auf der Disc finden, ist wirklich genial. Das ist eine von den Traumsequenzen. Die Szene ist wirklich krass gemacht. Also schön gedreht, finde ich. Der ganze Film, wie gesagt, ist wunderschön gefilmt. Nun kommen wir zum 24-seitigen Booklet, das geschrieben wurde von Thorsten Harnisch. Und das ist wirklich sehr informativ, muss ich sagen. Und ergänzt das Bonusmaterial im Film perfekt. Wir bekommen viel Text, einige Szenenbilder, das ist der Regisseur des Films. Und neben dem Text, wie gesagt, gibt es einige Bilder. Auch finden wir hier die anderen Covermotive, die es auch noch als Mediabooks gibt darin. Also egal für welches Cover ihr euch entscheidet, ihr bekommt quasi alle. Deshalb habe ich sie auch euch nicht eingeblendet, ich zeige sie euch einfach hier drin. Das ist ein Covermotiv, welches weiß ich jetzt nicht genau. Das ist ein Covermotiv. Gefallen mir auch beide sehr gut, das erinnert mich ein bisschen an Thesis, the Snuff Movie. Auch ist das Booklet schön gestaltet, hat eine sehr gute Qualität, die Seiten sind schön dick. Ein paar Szenen des Films, dann könnt ihr schon mal gucken, was auf euch so zukommt. Und das ist ein Motiv des Films. Und hier ist mein Cover D.
Als Bonusmaterial gibt es ein Intro vom Regisseur Karim. Ach, ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Quellatsch, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Intro, ein Interviews sind drauf, ein Kurzfilm The Frozen Eye, habe ich ja eben schon gesagt. Und das ist wirklich ein fantastischer Film, großartiger Film. Einige Trailer, Bilder, Galerie und ja, wie gesagt, das Booklet lohnt sich zu lesen. Das ganze Mediabook ist hochwertig, es ist wirklich fantastisch und ich kann es wirklich jedem Sammler nur empfehlen zu kaufen. Vor allen Dingen, wenn man sich für den Film interessiert. Für welches Kabel ihr euch entscheidet, ist dabei egal. Ich bin mir sicher, sie haben alle gar die gleiche Qualität und daher absolute Pflichtprogramm für True Crime Fans und Fans von Horrorfilmen mit etwas härteren Gangart. Wenn ihr den Film vielleicht schon gesehen habt auf irgendeinem Filmfestival oder so, schreibt es mir mal in die Kommentare. Mich würde eure Meinung dazu interessieren. Ansonsten, wie gesagt, ich rate euch, kauft euch den Film. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und natürlich werde ich euch Indeed Film verlinken in der Beschreibung. Nochmals vielen lieben Dank an Indeed, dass ihr mir dieses schöne Mediabook und diesen tollen Film zur Verfügung gestellt habt. Danke sehr.